Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meinen veganen Burger mit dem Patty von der Firma Beyond Meat vorstellen. Ein veganen Patty, der in den USA gerade durch die Decke geht, aber in Deutschland gar nicht so einfach zu besorgen ist. Und das Ganze machen wir auch noch im Opti-Grill. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten für meinen veganen Burger habe ich hier bereitgestellt. Zentrales Element natürlich hier für diesen veganen Burger ist hier das Burger Patty. Und hier habe ich hier natürlich keine Mühen und keine Kosten gescheut, euch mal das aktuelle Top-Produkt aus den USA hier vorzustellen. Das geht da gerade durch die Decke und da gibt es hier eine ganze Reihe von Burger-Ketten, die den wohl jetzt schon aufgenommen haben als veganes Produkt. Und ich hatte ja auch schon zwischendurch jetzt den Big Vegan von McDonald's mal getestet. Das Video blende ich euch oben ein. Das ist hier die Packung, ne? The Beyond Meat, The Beyond Burger, ja Beyond. Außerhalb, jenseits, wahrscheinlich am treffendsten übersetzt mit jenseits von Fleisch. Ja, das soll wohl auch so sein. Wir werden es testen. Ne? Das ist hier so eine 10er Packung. Ja, was brauchen wir? Außer den Patties natürlich. Ich habe extra zwei jetzt mal aufgetaut. Mit einem baue ich nachher den Burger. Und einen werde ich dann mal anbraten, nur zum Anschneiden auch, zum Gucken. Das Ganze machen wir heute natürlich nochmal jetzt im Opti-Grill. Schauen wir mal. Ich glaube, das klappt doch im Opti-Grill. Mal sehen. Dann brauchen wir natürlich hier einen Burger-Bun. Ich habe hier mal so einen Weizen-Vollkorn-Bun genommen, auch komplett vegan. Wir brauchen natürlich ein bisschen Salat. Dann brauchen wir Tomate. Dann brauchen wir für die Soße, für den Burger, hier Gurken. Ich habe hier die süßlichen Gurken, die ihr sonst auch so für Hotdogs kennt, genommen. Habe die einfach klein geschnitten. Genaue Menge wie immer in der Infobox. Daraus machen wir so eine Art Mayonnaise-Burgersoße. Deswegen haben wir hier also jetzt vegan natürlich passend Sojamilch. Dann haben wir hier Zitronensaft und wir haben hier Rapsöl als Basis. Ja, dann brauchen wir natürlich ein paar Gewürze. Wir brauchen Salz, wir brauchen Paprika edelsüß, wir brauchen Tomatenmark, ein wenig Senf und ein bisschen Pfeffer. Ja, habe ich alles angesprochen. Ich glaube, das war's. Ja, dann sind wir soweit durch erstmal und dann lege ich mal los. Erster Schritt jetzt hier ist unsere vegane Burgersoße. Ich fange mal an mit der Sojamilch, dann kommt der Zitronensaft und dann kommt hinterher erst das Öl dazu. Und es ist jetzt enorm wichtig, und das ist wirklich genauso wie bei normaler Mayonnaise, wenn ihr mit Öl und Eiern arbeitet, dass alles dieselbe Temperatur hat. Also ihr müsst dafür sorgen, dass alles wirklich zum gleichen Zeitpunkt schon draußen stand und identische Temperatur hat, sonst funktioniert das nicht. Also ich fange mal an mit der Sojamilch, gebe die hier rein. Und dann den Zitronensaft. Und was ihr auf jeden Fall braucht, ich mische das Ganze ein bisschen, ist jetzt hier ein hohes Gefäß, das ist wichtig. Und so ein Pürierstab, damit ihr eben das Ganze jetzt mischen könnt. Und jetzt püriere ich das Ganze und gebe dann ganz langsam das Öl hinein, wie bei einer Mayonnaise auch. Mal gucken, ob das heute funktioniert. So, wie ihr seht, ist das jetzt zwar von der Konsistenz her noch keine Mayonnaise, aber es ist schon sehr fest geworden hier und es reicht mir auch. Und jetzt mische ich einfach die anderen Zutaten hinzu, die ich hier noch habe. Ich gebe jetzt mein Salz dazu, ich gebe mein Paprika edelsüß zu, Pfeffer. Das Tomatenmark und den Senf. So, und jetzt rühre ich erstmal. So, und ihr seht ihr, das wird jetzt hier eine ziemlich dickflüssige Soße. Die hat eigentlich genau die richtige Konsistenz, so für Burgersoße. Dicker muss sie gar nicht sein, denn sie soll ja auch ein bisschen sich auf dem Patty nachher noch bewegen. Die stelle ich jetzt zwischendurch in den Kühlschrank, während ich jetzt weitermache. Also das ist schon ganz gut. Und jetzt kommt hier mein Gurkenrelish rein. Ne, so von der Konsistenz her geht die doch ganz schwer vom Löffel, ganz gut. Ja, jetzt geht es mal ab in den Kühlschrank und dann können wir uns um die Patties kümmern, die ja jetzt in den Opti-Grill sollen. So, der Opti-Grill hat sich gemeldet.
Er ist startbereit. Dann wollen wir unsere Patties auf den Opti-Grill geben. Ganz ohne Fett, ohne alles, denn ich will natürlich jetzt auch wissen, wie sie werden. Und dann schauen wir mal, was der Opti-Grill so mit den Beyond Meat Patties veranstaltet. Auf geht's! So, der Opti-Grill hat sich das erste Mal gemeldet. So, sieht tatsächlich aus wie rohes Fleisch zunächst mal. Schauen wir mal und machen weiter. So, nächste Stufe orange. Ja, nimmt langsam Farbe an. So, der Opti-Grill meldet rot, soll heißen bei einem Burger. Ich bin fertig. So, unser Beyond Meat Burger, unser Patty ist fertig. Und dann schneiden wir mal an. Mal zu gucken, wie er aussieht. Oh ja, heiß. Er ist noch heiß. Ja, also von der Struktur her sieht er wirklich perfekt aus wie Fleisch. Lässt sich nicht unterscheiden, zumindest rein optisch nicht. Na, also es ist wirklich, oh, könnte auch ein Rindfleisch-Patty sein, nicht zu unterscheiden. Von der Konsistenz her fest, um etwas kross. So. Also zunächst mal optisch und haptisch, wie immer man das formulieren möchte, hier bei dem Patty von Meat Beyond. Das sieht super aus. Und jetzt verprobe ich einfach mal. Ich nehme jetzt mal ein Stück von diesem Patty hier und dann schaue ich mal, ob es auch schmeckt. Super. Also wirklich wie Fleisch. Schwer zu unterscheiden. Hat tatsächlich einen Fleischbeigeschmack. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber er schmeckt wirklich wie Fleisch. Er hätte allerdings im Opti-Grill ruhig eine Stufe vorher rausgekommen. Also er ist nicht trocken. Schmeckt wirklich gut. Aber der braucht nicht so lange. Klar, logisch. Er muss ja auch nicht durch werden. Also im Opti-Grill reicht wahrscheinlich orange. Beim nächsten Mal mache ich orange für euch. Wenn man ihn zerpflückt, wenn man ihn jetzt hier mal zerreißt, dann ist die Struktur auch wirklich extrem fleischähnlich. Also wie gehackt ist, was angebraten ist. Toll. Also eine tolle Alternative zu Rind. Echt klasse. Zurückhaltend gewürzt. Er ist gut gewürzt, aber nicht scharf. Nicht übermäßig, nicht salzig. Also wirklich gut. Und nun wollen wir natürlich mal unseren eigenen Burger auch zusammenbauen. Deswegen habe ich ja zwei Patties gemacht. Und das machen wir jetzt auch mal. So, es geht an den finalen Zusammenbau meines Burgers hier mit Beyond Meat. Ich habe die beiden Weizen-Vollkorn-Buns hier ein bisschen getoastet. Ich finde immer, der Bun braucht ein bisschen Soße hier. Deswegen streiche ich zunächst Soße auf beide Seiten hier vom Bun und baue ihn danach zusammen. So, und meine vegane Soße hier ist übrigens auch schon fest geworden. Ne? Ihr seht also hier, die hat eine gute Konsistenz. Die fällt gut vom Löffel. Also so ähnlich wie so eine etwas flüssigere Burgersoße. Sehr lecker, habe ich eben schon probiert. So, und jetzt mache ich es so, dass ich hier mein Salatblatt auf die untere Hälfte lege, dass der nicht so widerspenstig ist. Und hier auch nochmal, dann lege ich mein Bun hier oben auf und dann gebe ich hier Tomate oben auf, ah, ein bisschen groß die Scheiben hier, zwei reichen, und dann gebe ich hier den Deckel oben drauf auf meinen veganen Beyond Meat Burger. So, und ich glaube, ihr müsst mir recht geben, der sieht nicht schlecht aus. Da kann man wirklich nicht meckern, das Ganze vegan mit Beyond Meat. Und natürlich werden wir ihn gleich auch mal anschneiden und schauen, wie er so aussieht. Und natürlich auch testen.
Das sieht richtig gut aus, oder? Ich finde, da kann man wirklich nicht meckern. Ein riesen Burger hier darunter. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das Patty hat. Ich blende es nochmal ein. Also da kann man, glaube ich, nicht meckern. Ein veganer Burger, der aussieht wie ein normaler Burger. Und jetzt testen wir mal, wie er schmeckt. Ich hasse es ja, angebissene Sachen die Kamera zu halten, aber echt lecker. Wirklich lecker. So, sorry, genug geschmatzt. Wirklich lecker. Toller Burger. Beyond Meat. Eine tolle Alternative für alle, die kein Fleisch essen wollen oder dürfen, warum auch immer, aus gesundheitlichen Gründen, aus Glaubensfragen, warum auch immer. Wirklich toll. Beim Opti-Grill allerdings nächste Mal höchstens bis orange, das reicht, denn durch ist er sowieso. Also ich würde sagen, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei... Komm mal schnell.